Hallo, hallo, ihr Lieben, seid ganz herzlich gegrüßt nach langer Zeit mal wieder zu einem astrologischen Video. Und das passt ganz, ganz wunderbar in die Zeitqualität. Heute bekommt ihr aus der neuen Wohnung von mir astrologische Highlights für den August. Und es passt einfach, dass jetzt die Astrologie auf einmal wieder da ist bei mir. Also die war ja die ganze Zeit da, aber ich habe die nicht auf den Kanal hochgeladen, sondern hauptsächlich mit meinen Schülerinnen gearbeitet und mit meinen Klientinnen. Ja, und jetzt möchte die Astrologie auch wieder auf den Kanal und das passt so wunderbar jetzt in den rückläufigen Merkur. Davon habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Jeder Astrologe spricht ja schon Wochen vorher davon, wenn es mal wieder einen rückläufigen Merkur gibt und gibt Alarm und Vorsicht und oh wei und was wird da jetzt passieren und pass auf, dass du dieses und jenes nicht falsch machst. Ja, aber der rückläufige Merkur, ihr Lieben, der hat ja auch Vorzüge. So wie alles, was es gibt, auch Vorzüge hat. Nicht alles ist ja nur schlecht. Also es gibt nichts, was nur schlecht ist, ja? Auch der rückläufige Merkur nicht. Also was ich in meiner Astrologie immer gerne lehren möchte, ist, es gibt nicht die Blockade, die jetzt da ist und dir Probleme macht, ja? Das ist in der klassischen Astrologie verbreitet. Zum Beispiel Saturn als Übeltäter, Jupiter als Glücksbringer und so weiter. Und schon immer habe ich gelehrt, nee, Moment, du kannst alles, was in deinem Horoskop passiert, zu deinem Vorteil nutzen, wenn du weißt, wie das geht. Ja? Und dann kannst du entsprechend immer die Weichen richtig stellen. Astrologe zu sein, ist ein bisschen so wie Seemann auf einem Segelschiff. Die stellen die Segel immer nach dem Wind, um weiter vorwärts zu kommen. Ne? So, wie geht der Wind? Wie muss ich das Segel einstellen, damit ich weiterfahren kann? Ja, und wenn es überhaupt keinen Wind gibt, dann geht es an die Ruder. Dann rudern wir eben. Auch dann kommen wir voran. Ja, also das ist nicht ein, das geht nicht, sondern ein, wie kann es gehen? Ja, und viele, viele Jahre hat mich auch der rückläufige Merkur immer ganz gerne mal ausgebremst, weil ich habe auch dieses ganze Zeug gelernt von keine neuen Ideen, keine Verträge unterschreiben, nichts kreieren, alles, was neu entsteht, hat keine Lebensdauer und so weiter und so fort. Ja, das habe ich auch alles gelernt. Und wenn wir etwas so zementiert lernen, so das ist so, dann setzt sich das da oben rein. Und alles, was sich da oben so reinsetzt, so als Zement, als Brocken, das kann sich dann nicht mehr verändern. Das muss dann immer so sein und das muss sich dann auch für dich immer so zeigen. Also achte auch darauf, was du lernst. Und ob dich das Gelernte ermächtigt, etwas zu wandeln, zu verändern, zu bewegen, zu formen, oder ob dir etwas Gelerntes einen Rahmen baut, in dem du dich jetzt bewegen musst, weil du nicht mehr raus kannst. Wenn es dir Wenn-Dann-Konstrukte baut, aus denen du nicht rauskommst, ja? Und das ist eben der Unterschied an meiner Astrologie, an meiner Astroschule und auch an der Art und Weise, wie ich Horoskope deute. Ich deute dir dein Horoskop so, dass du ganz viele Möglichkeiten damit hast, ja, was du alles in deinem Leben zu deinem Vorteil nutzen kannst, was für Gaben und Talente du alle ausbilden kannst, wenn du das denn möchtest, wo dein leichtester und breitester Weg ist zu allem, was du gerne hättest. Ja, und darauf lege ich den Fokus. Ja, und nicht auf Dinge wie, oh, da und da hast du aber die und die Blockade, das wird in deinem Leben nie Wirklichkeit. Ja, so etwas wirst du von mir nie zu hören kriegen. Und deswegen auch nicht über den rückläufigen Merkur.
Und wie können wir den zu unserem Vorteil nutzen? Der ist ja jetzt gerade gestartet am 5.8. und geht bis 28.8. Ja. Und ja, wenn du es vermeiden kannst, Verträge zu unterschreiben, eine neue Arbeit zu starten, umzuziehen und dergleichen mehr, dann vermeide es, dann tu es nicht. Dann sei schlau und leg das auf einen anderen Zeitpunkt. Denn die richtige Zeit und den richtigen Ort zu nutzen, das ist der Life-Hack, der dir ganz schnell das bringt, was du gerne hättest, ja? Und der rückläufige Merkur ist dafür bekannt, dass er in Sachen Kommunikation und all diesen Dingen Chaos anzettelt und mal Dinge durcheinander bringt oder mal Zahlendreher reinhaut und all solche Sachen eben tut, ja? Da funktioniert dies nicht, das nicht und jenes nicht. Ich zum Beispiel bin ganz super intelligent vor dem rückläufigen Merkur umgezogen und trotzdem funktioniert jetzt mein Internet gerade nicht so, wie ich das gerne hätte. Ja, auch das ist natürlich ein Gesicht des rückläufigen Merkurs, aber alles hat ja auch ein Ende. Aber die Frage ist, wie können wir dieses Chaos in der Kommunikation jetzt zu unserem Vorteil nutzen? Und zwar indem wir aus Strukturen rausgehen. Weil das ist das, was der rückläufige Merkur dir eigentlich als Geschenk mitbringt, dass du dich nicht mehr an strukturellen Punkten entlang hangeln kannst, sondern da raus musst. Das heißt nämlich, die Matrix zu verlassen, ihr Lieben. Alles, was eine Struktur ist, eine Form, ein Muster, ein ich hangel mich da lang, ist eine Matrix. Und innerhalb der Matrix kannst du nicht irrational kreieren. Also irrational heißt großartig, gigantisch, so wie du es dir nie erträumt hättest. Diese großen Wunder, ja, die wir alle gerne hätten. Ich zum Beispiel und mein Schatz, ja, mein Seelenpartner, der ist irrational kreiert. Der war überhaupt nicht möglich. Wenn ich in der Matrix geblieben wäre, hätte ich den nie haben können. Ja, und weil ich da raus bin aus diesen Konzepten, war das möglich. Und der rückläufige Merkur, der macht Konzepte kaputt. Der zerstört Muster, Routinen und Gleichmäßigkeiten und sorgt dafür, dass du aus deinen Konstrukten raus musst und dann außerhalb davon aber auch sein kannst. Und das ist das Geniale. Denn außerhalb von Konstrukten und Konzepten bist du magisch. Aber eben nur außerhalb davon, innerhalb davon nicht, weil da gelten die Gesetze des Konzeptes. Und die Gesetze des Konzeptes, in denen du dich befindest, kannst du nicht durchbrechen. Den musst du immer unterliegen. Es sei denn, du gehst da raus, dann nicht mehr. Ja, und der rückläufige Merkur lädt uns umso mehr dazu ein, aus allen Matrix-Konstrukten auszusteigen und jenseits davon irrational zu kreieren in den Zwischenräumen. Wenn du lernen möchtest, wie man in den Zwischenräumen kreiert, dann komm in die gottgleiche Heilerin, meine Aura-Chirurgie-Ausbildung, da zeige ich dir, wie das geht. Und dann ist das auch für dich möglich, irrational groß zu kreieren und auch in Godspeed, irrational schnell, in Gottesgeschwindigkeit. Wie schnell kann dein Wunder für dich möglich sein? Ja, ich habe jetzt 6 Jahre Klebstoff an einem Ort, den ich nicht gerne hatte, innerhalb einer Woche aufgelöst. Godspeed. Weil wenn du Godspeed machst, kannst du Godspeed haben. Ja, und das zeige ich dir in der gottgleichen Heilerin. Oder wenn du es gerne ganz schnell und prägnant und ja, mal einen kurzen Überblick haben möchtest, dann kannst du dir auch das Aufzeichnungspaket vom Goldenen Ei bei mir buchen. Ja, das war mein letzter Minikurs über die Aura-Chirurgie. Das sind 12 Sessions. Die bekommst du total günstig. Für 49 Euro kannst du das haben, ja? Für 49 Euro bekommst du 12 Aura-Chirurgie-Lektionen von mir, die du dir einfach als Aufzeichnung anschauen kannst, ja? Also schreib mir eine WhatsApp, eine E-Mail, du findest alle Informationen unter dem Video. Auch zu meiner Astrologie-Ausbildung, auch zur gottgleichen Heilerin und all dem, ja?
oder zu meiner Seelenpaarbegleitung auch, ja, denn ich habe es geschafft. Ich bin mit meiner Dualseele vereint, sofern man sich so bezeichnen möchte. Das kann sich ja auch jeder aussuchen. Ja, und das war irrational kreiert, das war nicht möglich. Also bei mir fließt das auch alles immer ineinander, ne? Also Aurachirurgie, Astrologie, Dualseele, bei mir fließt alles zusammen, denn letztendlich ist es ja eine große Weisheit. Und der rückläufige Merkur, der kann dich jetzt aus Konzepten und Konstrukten befreien, an denen du dich sonst so festhältst. Denn solange du dich in deinem Rahmen festhältst, kannst du da ja gar nicht raus. Und solange wirst du immer ein und dasselbe Leben behalten. Das ist ja auch nicht richtig, nicht falsch. Es wird eben nur dazu führen, dass du immer das behältst, was du schon hast. Es kann nicht anders werden, es kann nicht neu werden. Du kannst nichts Neues dann kreieren, ne? Sondern es wird immer gleich bleiben. Wenn du immer den gleichen Ablauf hast am Morgen und dort immer dieselben Dinge tust und dann immer auf die gleiche Art und Weise agierst, dann wird auch alles immer gleich bleiben. Das ist das, was du dann sicher hast. Alles bleibt gleich. Dann wirst du alles so behalten, wie es jetzt ist. Und möchtest du das so haben? Oder hättest du das gerne anders, schöner, vibrierender, gigantischer, größer, lebhafter, ausdehnender, ja, tolleren Ort zum Leben, einen gigantischen Partner, ein volles Bankkonto, Spaß, Freude, Vibration, jede Menge Zeit für Freude, Spaß und Vibration. Ja, wie viel Zeit in deinem Leben hast du jetzt für dich? Wie viel geht für deine Matrixarbeit drauf? Die Matrix schickt dich den ganzen Tag im Kreis rum und lässt dich Aufgaben machen. Ja, dann muss ich Wäsche waschen, dann muss ich bügeln, dann muss ich zur Arbeit, dann muss ich Kind abholen, dann muss ich saugen, dann muss ich noch da anrufen, dann muss ich noch das schreiben, dann muss ich Müll rausbringen und muss dies, muss das, muss jenes, Blumen gießen. Also du hast den ganzen Tag zu tun in der Matrix. Langweilig in dem Sinne wird es dir wahrscheinlich nicht. Aber wahrscheinlich doch, weil diese ganzen Tätigkeiten nichts sind, was dir Lebendigkeit gibt. Und wo ist dein lebendiges Leben? Und nutze jetzt die Zeit des rückläufigen Merkur, wirklich mal die Konstrukte hinter dir zu lassen und Dinge wirklich radikal anders zu machen. Dafür kannst du diese Zeit herrlich nutzen. Und das ist ja nicht das Einzige, was wir am Himmel haben. Jupiter, unser ausdehnender Weisheitslehrer, hat gerade seine absoluten Highlight-Konstellationen. Also der hat jetzt noch bis 24.08. eine Konjunktion mit Mars. Also das heißt, er steht beim Mars direkt daneben und läuft, also Mars läuft eigentlich an Jupiter vorbei, nicht Jupiter an Mars. Mars ist schneller. Ja, noch bis 24.08. haben die eine Konjunktion und das heißt, du hast richtig Kraft und Power, weil Mars und Jupiter und die Sonne, das sind so die drei feurigen Planeten, die wir haben. Und wenn Mars und Jupiter sich so verbinden, dann heißt das, dass im Äther richtig viel Potenzial für die Schwingung von Kraft und Power da ist, ja? Ich will jetzt nicht sagen, dass viel Energie vorhanden ist, weil das ist Unsinn, das so zu benennen, weil alles ist Energie. Wusstest du, dass selbst Müdigkeit eine Form von Energie ist? Du hast immer Energie. Wenn keine Energie mehr da ist, gibt es dich nicht mehr. Alles, was da ist, ist Energie, selbst die Luft. Du kannst nicht ohne Energie sein. Ja, also Mars und Jupiter bringen jetzt nicht Energie, sondern sie bringen die eine Frequenz von Kraft und Power und Durchsetzung und stark und hemm und hier. Und da kannst du richtig was reißen in dieser Zeit. Dafür kannst du die Zeit jetzt super nutzen, ja, wirklich Meilensteine zu machen und dich auch von solchen Geschichten wie am rückläufigen Merkur darfst du das nicht, dich da nicht aufhalten zu lassen. Was, wenn gerade der rückläufige Merkur dir deine Million bringt oder deine Sechsstelligkeit, weil du es anders machst als alle anderen und sagst, für mich gilt das jetzt nicht. Ich mache jetzt hier mein großes Debüt. Ich mache jetzt hier mein ganz großes Ding. Ja, weil
In meinem Universum läuft das so, dass ich mir das zum Vorteil kreiere und dass mir das gerade erst das Gute bringt. Denn du kannst zum rückläufigen Merkur auch ganz wunderbar zum Beispiel etwas reaktivieren, was dir in der Vergangenheit gedient hat. Ja, das gibt es ja immer mal wieder. Wir haben so vielleicht Geldquellen, Klienten, Kunden, Auftragslagen, die sehr gut sind. Und die halten sich eine gewisse Zeit und auf einmal dimpelt es ab und funktioniert nicht mehr. Dann brauchst du neue Ideen. Und wenn der Merkur rückläufig ist, dann kannst du an Altes wieder anknüpfen und dir das zurückholen. Etwas, das schon mal funktioniert hat, kann nochmal funktionieren, ja? Und das ist absolut genial und dafür kannst du diese Zeit auch nutzen. Also was war mal so ein richtig toller Schachzug von dir, den du jetzt super gerne wiederholen würdest? Dafür kannst du die Zeit, wenn jetzt noch Jupiter und Mars zusammenstehen, optimal nutzen. Ja, ja und dann stehen noch Jupiter und Saturn im Quadrat noch eine ganze Zeit, noch den ganzen August. Und da kannst du dir jetzt mal klar drüber werden, wie du dein Leben eigentlich gerne hättest. Denn wenn Jupiter und Saturn miteinander, ich sag jetzt mal so, miteinander kreieren, weil sie gerade in einem Winkel stehen und damit ja Energie austauschen, ist wurscht, ob das jetzt eine Spannungsenergie oder eine entspannte Energie ist, ja, da geht es gar nicht drum. Es geht drum, sie stehen in Energieverbindung miteinander in ihren Qualitäten. Und das sind die beiden Giganten, die beiden Schwellenhüter hinaus zum Kosmos. Und die beiden bringen dir Großes. Und Saturn ist so die Energie der Stabilität und dessen, was viel Langlebigkeit hat und bleiben darf, also des Bodens. Und Jupiter ist die Energie des Wachstums, der sich ausdehnenden Baumkrone. Und wenn die beiden sich verbinden, dann kann richtig was wachsen. Ja, und das kannst du jetzt für dich nutzen. Und deswegen fühl dich eingeladen, dir auch dein Geburtshoroskop zu holen. Das kannst du bei mir buchen. Und im August habe ich ein super Sonderangebot für dich, ja, weil August so große Möglichkeiten bietet. Du kannst dein großes Geburtshoroskop von mir bekommen in Videoform. Nach wahren Sternbildern, ja, wer mich schon länger kennt, weiß ja, ich mache Astrologie nach dem astronomischen Sternenhimmel, so wie wir den tatsächlich da oben im Teleskop vorfinden und nicht nach den 30 Grad Tierkreiszeichen, die sich die Astrologen künstlich einbilden, ja, sondern tatsächlich astronomische Astrologie, ja, so könnte ich das auch nennen, wissenschaftlich. Sehr wissenschaftlich, auch wenn Astrologie sich nicht Wissenschaft nennen darf, indirekt tut sie es trotzdem. Vor allem dann, wenn sie sich endlich auf echte astronomische Sternstände wieder bezieht, was sie ja seit 2000 Jahren leider nicht mehr tut. Und bei mir tut sie das wieder. Und bei mir bekommst du dein großes Geburtshoroskop nach wahren Sternbildern, vollgepackt mit Möglichkeiten, als Video. Das ist mindestens 1,5 Stunden lang, die meisten sind länger, bis zu 2 Stunden für 185 anstatt 250. Normalerweise kostet das 250 und im August kannst du es für 185 haben. Dein großes Geburtshoroskops-Video. Ich würde zuschlagen, denn jetzt ist der Augenblick der Möglichkeiten. Wenn du dir keine Geschichte mehr erzählst, weswegen das jetzt für dich nicht gehen kann, ja, dann kann das auch für dich gehen, weil es kann letztendlich alles für dich gehen. Dann weißt du, warum so viel für dich nicht möglich ist? Weil die Disziplin fehlt, die Schritte einzuleiten, die es braucht, damit es möglich ist. Und deswegen sitzt du da, wo du sitzt. Und wie lange möchtest du da noch sitzen und dir weiter die Geschichte erzählen, was alles nicht geht? Weil du in Wahrheit die Schritte nicht unternehmen willst, die es dafür braucht. Ja, das ist alles. Das ist kein Hexenwerk. Also in das Leben deiner Träume zu kommen, das ist nichts anderes als Bereitschaft, gewisse Schritte zu unternehmen, und dir nicht mehr die Geschichte selbst abzukaufen, warum du das jetzt nicht tun kannst. Also ihr Lieben, holt euch euer super Sonderangebot
Horoskop absolut genial, ja. Denn es ist super, dein Horoskop zu haben. Wenn du dein Horoskop hast, dann siehst du diese ganzen Autobahnen hin zu dem, was du gerne hättest und wie schnell das gehen kann. Ja, welche Schatztruhe an Begabungen, an Möglichkeiten und welches Geburtsversprechen an dein Leben hast du eigentlich hierher mitgebracht? Ja, wenn du das nämlich weißt, dann bist du eine von denen, die in einem geheimen Buch geblättert hat. Ja, wer träumt nicht davon, mal in so einem geheimen Zauberbuch zu blättern, wo Sachen drin stehen, die nicht jeder bekommt? Und die meisten Menschen haben das nicht und wundern sich dann, dass sie in ihrem Leben nichts kreieren, weil sie einfach die entsprechenden Wege gar nicht einschlagen, die für sie so leicht gingen und so viele Möglichkeiten brächten. Und genau das kannst du dir jetzt holen, ja? Also, du findest die Daten über dem Video, unter dem Video. Du kannst Astrologin werden bei mir und kannst wirklich mit den Sternen andere Menschen segnen. Das ist absolut genial. Du kannst die Aura-Chirurgie bei mir lernen, irrational kreieren. Du kannst dir das Goldene Ei-Aufzeichnungspaket holen für 49 Euro. Das hat jeder übrig. Wenn du das nicht übrig hast, dann bräuchtest du es wirklich sehr dringend, weil du möchtest ja nicht dein Leben lang mit einem löchrigen Geldbeutel leben müssen, weil das macht ja nur Angst. Und ein Leben in Angst macht ja keinen Spaß und ist auch gar nicht gesund. Ne? Also ihr Lieben, seid großartig gesegnet, habt einen herrlich sonnigen August. Alles Liebe für euch.